Gentner wollen wir mal abhaken. Ja, das Kapitel ist hier geschlossen, so wie ich das verstanden habe. Ja. Kruse. Über Kruse sollten wir trotzdem noch einen Satz kurz wechseln. Den haben Sie abgestraft. Sie haben mit ihm gesprochen. Ist das Thema, glaube ich, damit auch für Sie gegessen? Soll Jogi den mitnehmen zur Europameisterschaft? Ich hole trotzdem noch ein bisschen auf, weil diese Entscheidung, die Jogi Löw dann getroffen hat, die ist nach dem Austausch mit Dieter Hecking und ich habe mit Oliver Bierhoff hab ich darüber gesprochen und glaube, da aus diesen Gesprächen heraus ist das auch erwachsen, dass er dann, dass er nicht berücksichtigt worden ist. Und aber auch in den Gesprächen ist ganz klar rausgekommen, das, was wir auch denken, dass wir auf der einen Seite sagen müssen, so kann einer unserer Spieler den Verein nach außen nicht vertreten. So kann man, glaube ich, auch nicht sein gesamtes Potenzial abrufen. Und das erwarten wir als Verein, das erwarten auch unsere Fans und unsere Zuschauer. So, aber dennoch muss man dem Spieler die Chance geben, das wieder gerade zu rücken. So, und ich hoffe und ich bin sehr zuversichtlich, dass Max das verstanden hat. So, und dass er das erstmal hier im täglichen Leben hier in Wolfsburg im Training beweist und dann in den Spielen für den VfL. Und wenn er das gezeigt hat, glaube ich, dann steht die Tür auch wieder für die Nationalmannschaft offen. Und ich glaube, so sollte das auch sein, dass man, so spektakulär das auch alles war, also dennoch... Soll er ihn jetzt mitnehmen, der Löw, oder nicht? Ich habe es ja so nicht verstanden. Ich glaube, das war eine klare Antwort. Aber dafür muss er beweisen, dass er verstanden hat. Ich denke, das ist, ich kann jetzt nicht sagen, er muss ihn mitnehmen. Ich glaube, er muss sich in den nächsten Wochen, muss er sich bewähren. Von seiner Art und Weise, wie er den Fußball lebt, wie er seinen Beruf ausübt. Und natürlich auch von der Leistung. Ich glaube, die Leistung muss natürlich auch im Vordergrund stehen, dass er beim VfL gute Spiele abliefert, dass wir als Mannschaft erfolgreicher sind. Und ja, und dann denke ich, kann er ein wichtiger Spieler für die Nationalmannschaft sein. Noch ein wichtiger Spieler, vielleicht demnächst beim VfL Wolfsburg. Ich weiß nicht, ob Sie das zufällig schon gelesen haben. Die Stuttgarter Zeitung hat bereits vermeldet, Sie wären mit Dani Didavi klar für die kommende Saison. Können Sie uns dazu ein klares Ja sagen? Also wir verhalten uns schon so, dass wir, wenn die Dinge klar sind, dann vermelden wir das. Und das überlassen wir nicht anderen Vereinen. Aber das, was in der Stuttgarter Zeitung steht, ist jetzt auch nicht hundertprozentig falsch. Wir haben uns klar erklärt, was Daniel angeht, dass wir gesagt haben, das wäre ein Spieler, der uns sehr reizen würde, wo wir glauben, dass er uns besser machen würde. Und wir werden alles unternehmen, um ihn nach Wolfsburg zu holen. Sie haben es zwischen den Zeilen, glaube ich, alle verstanden, wo die Reise hingeht. Lass uns noch mal ein paar schöne Bilder eintauchen, die wir gerade gesehen haben, nämlich der Pokalsieg. Ich meine, Titel sind das berühmte Salz in der Suppe. Wir alle erfreuen uns an Mannschaften, die sich so freuen können, wie Sie das hier getan haben. So schön haben Sie auch schon lange nicht mehr getanzt, oder? Ich habe auch gleich mein Knie gespürt. Aber es sind so Momente, weswegen man ja letztlich auch in diesem Job ist. Sie hatten das Glück, in Ihrem Job auch reichlich Titel zu holen. Sie hatten vorhin ganz flachsig und nett gesagt, der nächste Titel, nächste Saison. Ja, klar, das ist mein Wunschdenken. Ne? Das ja, ist ja, wir, ist befinden, wir befinden uns in einer Zeit, wo eigentlich die Titel Bayern München zugeordnet sind. Und deswegen ist das ja auch was Besonderes, wenn wir in so einer Zeit einen Titel holen können. Der erste Pokalsieg für den VfL Wolfsburg, 2009 die Meisterschaft. Ich denke, das ist schon was ganz Besonderes. Und das haben wir auch auf dem Weg dorthin, haben wir das auch immer wieder so in den Mittelpunkt gestellt. Einmal in Berlin dabei zu sein, hier gar nicht weit von Wolfsburg entfernt, 30.000 oder noch mehr Wolfsburger dorthin mitzunehmen, gemeinsam ein Fußballfest feiern. Allein das Teilnehmen war schon toll. So, und wenn man da ist, dann will man natürlich auch gewinnen. Und ich glaube, dass das Leben des Clubs verändert hat, dass das aber auch das Leben und das Selbstbewusstsein auch hier dieser Stadt und der Bürger verändert hat. Und von daher ist das, ein Titel ist wirklich was ganz Besonderes. Und dann eben auch noch, manchmal ist eine Meisterschaft, wenn man, bei den Bayern ist eine Meisterschaft fast schon Normalität. Und wenn man schon so früh Meister ist, dann ja, ist der Spannungsbogen gar nicht so toll. Aber
das Endspiel, da, wo alles noch möglich ist, das zu gewinnen. Und ich muss nochmal zurückdenken, das war ja auch von der Dramaturgie, früh in Rückstand geraten, dann haben wir das Ding gedreht. Die Art und Weise, wie nicht nur wir haben das Pokalspiel gewonnen, sondern unsere Fans haben das Pokalspiel auch gewonnen, im Vergleich zu ihren Dortmunder Kollegen. Das war, also an dem Tag hat alles gepasst und ich glaube, das hat uns insgesamt als Club doch ein gehöriges Stück weiter nach vorne gebracht. Das bedeutet, dass man anders betrachtet wird, dass man sehr viel mehr Sympathien dann auch plötzlich für so einen Club hat. Also ein ganz wichtiger Meilenstein für den VfL Wolfsburg. Ja, ich kann nur hoffen. Ich kann nur hoffen, dass die Spieler am Mittwoch genauso brennen wie der Manager. Man merkt, da ist unglaublich viel Ehrgeiz da. Der nächste Titel soll es sein, idealerweise schon in der nächsten Saison, vielleicht sogar der Champions League-Sieg. Auch das haben Sie ja gerade schon mit einem leichten Augenzwinkern, aber Sie sind noch im Wettbewerb dabei. Und es ist natürlich so, dass ein Mensch wie Klaus Allofs, wenn man ihn so über viele Jahrzehnte begleitet, eben sich immer wieder durch besonders starken Ehrgeiz auszeichnet. Aber eben nicht nur das. Wir haben uns mal ein bisschen auf seine Spuren gemacht und sind ganz, ganz weit zurückgegangen. Haben Sie auch nicht länger gesehen, oder? Die zwei Burschen? Oder? Einen schon, ja. Gibt es auch regelmäßig Kontakt. Und wir wären natürlich nicht der Audi Star Talk, wenn wir nicht nur die netten Geschichten ausgraben würden, sondern wir finden natürlich auch die Geschichten, die so ein ganz kleines bisschen wehtun, die bei Allofs. Der Max Kruse hört jetzt einfach mal kurz weg, aber wir haben die Geschichte ausgegraben von Ihrem allerersten Vollrausch. Bitteschön. Ich weiß noch, wie er das erste Mal Alkohol getrunken hat. Oh, das war in Duisburg, Stuttgart, Duisburg, unser Osterturnier. Ich meine hier gegen Duisburg. Nee, das war in Duisburg auch. Das erste Mal, da wo wir den Pokal geholt haben, in Tura Duisburg. Und da gab es ja noch Köpi. Also und da war der Vater Bubi, ne? Der ist auch schon leider verstorben, der Vater. Ein bisschen sauer, glaube ich. Ich weiß das noch hier im Verein. Eine Krone war auch, ja, natürlich. Einmal haben wir, Geschwüre getrunken. Das war Eierlikör mit aufgesetzt oben drauf. Dann haben wir ihn auch bis zur Haustür geschoben und haben hinterher erfahren, dass er dann zur Wohnungstür reingegangen und hat zum Vater gesagt, hör mal, ich habe einen sitzen. Hast du das auch schon mal gehabt? Zeit für die Wahrheit. Ja. Nee. Ja. Nee, ist die Wahrheit, ja. Nein, eine wahre Geschichte. Und die, ja, das TuS Gerresheim, klar, das ist, glaube ich, immer noch so und war damals natürlich auch so. Wir haben sehr gute Jugendarbeit gehabt und trotzdem war es natürlich dann, je älter man wurde, und stand die Geselligkeit natürlich dann auch nicht im Vordergrund, aber war genauso wichtig. Und dann begann es dann irgendwann, ich glaube, es war in der B-Jugend, dass man 15, 16 Jahre alt, und dann ging es natürlich los mit dann nach Siegen oder manchmal auch nach Niederlagen, dass dann Stiefeltrinken war und so weiter. So. Und das wurde meinem Vater dann wirklich irgendwann, hat er gesagt, so, jetzt musst du dich entscheiden. Ne? Entweder möchtest du Profi werden oder du machst das hier wie alle anderen, Stiefel trinken. Und muss dazu sagen, dass mein Vater also durchaus auch gerne mal ein Altbier getrunken hat, aber dann gesagt hat, also jetzt ist Schluss, jetzt musst du dich entscheiden. Und da bin ich immer noch dankbar, dass er mir dann so den kleinen Schubser gegeben hat. Das hat ja sehr weit getragen und sehr viele Erfolge mit sich gebracht. Zwei Fragen würde ich gerne zum Schluss noch stellen. Die eine ist eine persönliche Frage, und zwar, Sie haben ja sehr lange mit Thomas Schaaf zusammengearbeitet, und ich glaube, wir warten Sie auch mal gemeinsam in unserer Sendung. Sie waren durchaus mehr als Kollegen, Sie waren auch und sind wahrscheinlich bis heute auch Freunde. Wie sehr hat Sie das jetzt mitgenommen, dass er in Hannover entlassen wurde und der nun wirklich eine ganz grauenvolle Bilanz auch hatte? So die Tatsache, dass es dann zu Ende geht und dass man entlassen wird, das finde ich jetzt gar nicht mal so tragisch. Ich fand es nur, ich habe eigentlich mit ihm mitgelitten, wenn man dann von Woche zu Woche eben dann keinen Erfolg hat. Wir gehörten ja auch dazu, wir haben in Hannover 4-0 gewonnen. Und als Thomas Schaaf dann die Aufgabe in Hannover übernommen hat, war ich schon sehr zuversichtlich, dass das funktioniert. Es war zwar eine schwierige Aufgabe von vornherein, aber das tut schon weh, ne? Dass er da nicht
ja, dass die Mannschaft nicht, vielleicht nicht gut genug war oder dass er dann den Schlüssel nicht gefunden hat, um dort erfolgreicher zu sein. Das ist immer, ich weiß, wie weh das tut. Ich weiß, was für ein Perfektionist er ist und ja, dass ihn das, vielleicht lässt er es nach außen auch gar nicht so raus, aber das ärgert ihn sehr und ich weiß ja, wie wir haben wirklich. Das ist dann mehr als zusammenarbeiten. Wir haben 12,5 Jahre in Bremen zusammengearbeitet. Wir haben 3 Jahre als Spieler zusammen bei Werder gespielt. Also da weiß ich, dass er da sicher drunter gelitten hat. Und deswegen hoffe ich jetzt, dass die nächste Station, dass er da ein bisschen mehr Substanz hat und dass es da wieder zum Erfolg führen wird. Ja, und die zweite Frage, die ich noch stellen möchte zum Schluss der Sendung, hat mit Ihrer großen Pferdeliebhaberei zu tun. Wobei, da müssen wir uns vielleicht erst mal den Kollegen Thomas Müller anschauen. Der war mal bei uns zu Gast und hat uns ja von einem sehr eigenwilligen Hobby erzählt. Er guckt sich nämlich gerne im Hotelzimmer vor Spielen immer Hengstvideos an. Bei Auswärtsspielen ist es eigentlich so, die anderen Spieler haben ihre Playstation. Ich gucke mir Hengstvideos an. Ja. Ich muss ehrlich zugeben, das war das erste Mal, dass ich mit dem Begriff Hengstvideos in Kontakt gekommen bin. Was genau darf ich mir darunter vorstellen? Ja. Ich meine, gerade im Hotel. Also ist absolut jugendfrei. Absolut. Es ist aber, ich muss nicht, dass das mir um die Ohren fliegt. Also ich spiele durchaus auch PlayStation. Aber noch dazu parallel gucke ich mir zu einer gewissen Jahreszeit, also jetzt dann wieder. Gibt es irgendwo interessante Pferde, da kriegst du so. Die Hengstvideos an, weil ich muss ja praktisch, ich muss ja den. Das wird ein YouTube-Film. Das wird ein YouTube-Bild. Der Hengst-Video. Ich muss ja die bestmögliche Anpaarung für meine Stuten muss ich ja finden. Ich verstehe das richtig, man kann also dort Hengste bei der Arbeit. Nicht bei der Arbeit, sondern bei den Bewegungsabläufen. Ich glaube, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Ja, ich versuch's, ich bleib dran. Auf jeden Fall muss ich einen richtigen Hengst aussuchen, der auf meine Stute gut draufpasst. Kurz und knapp, Herr Allofs, gucken Sie Hengstvideos? Ja, Hengstvideos, aber auch Stutenvideos. Ja. Sei vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Wolfsburg gegen Real Madrid natürlich live hier bei Sky. Und ich darf sagen, im Namen aller Fußballfans, wir drücken Ihnen, der Mannschaft natürlich alle Daumen. Und auch Ihnen persönlich wünschen wir alles Gute. Danke für den Besuch. Klaus Allofs im Audi Star Talk. Wir sagen Tschüss. In 3 Wochen sehen wir uns wieder mit Aki Watzke. Schönen Abend. Dankeschön. Danke für den Besuch. Gerne. Danke. Sehr schön.